Bist du in Gedanken schon wieder in München, Hugo? Fährst heute Abend wieder hin? Was machst du da eigentlich immer? Hugo macht ein Fass auf. Der haut aufs Blech. Du hast uns noch nie verraten, Hugo, was du da eigentlich machst. Er hat eine Puppe da sitzen. Was denn, Hugo? Ja, der weiß doch gar nicht, was er mit Frauen anfangen soll. Er weiß doch gar nicht, was da vorne und hinten ist. Wie heißt sie denn eigentlich, Hugo? Die heißt, sag ich nicht. Du kannst uns doch wenigstens sagen, was sie macht. Irgendetwas. Eine Nutte wahrscheinlich. Das ist doch die Einzige, die Hugo mal ranlässt. Ich bin auch unter der Dusche, Hugo. Was ist denn? Sieht doch mal in seinen Klamotten da. Hat er was drin? Nichts ist drin, bloß ein bisschen Geld. Dafür kann er sich keine Nutte leisten. Ich tritt ihm in den Arsch, wenn er mit sowas ankommt. Was ist denn das hier? Männer, da steht was in Illustrierten ausgeschnitten. Das ist ein Foto, ein Privatfoto. Hey, wo hast du das Foto her, was in deiner Tasche ist, Hugo? Das ist ein Typ, Hugo. Das Bild her, das ist mein Bild. Gib das her! Gib das Bild her! Gib das Bild her, ich will das haben! Das Foto her! Gib das her! Von mir aus könnt ihr es haben. Danke, Hugo. Habe ich auch was für meinen Schrank. Lass dich mal angucken, Hugo. Mensch, du siehst aus. Der Herzog von Windsor könnte nicht besser aussehen. Was sagst du, Carter? Ja, ich weiß nicht. Irgendwas fehlt. Boah, was fehlt? Ein Tuch in der Tasche hier. Weiß und rausgucken muss es. Hast du ein weißes Taschentuch? Ja, ich gebe dir eins von mir. So meine ich das. Na, was sagst du nur? Ja, du hast recht gehabt. Jetzt sieht er noch was aus. Fabelhaft, Hugo. Was meinst du, was ich die Puppen jetzt an dich anschmeiß? Geh doch mal zum Spiegel und guck dich an. Na, wie gefällst du dir jetzt? Tag, was? Spielen Sie alleine? Das muss man können. Fix muss man sein. Aber nicht mit mir. Na, bist du so ein Könner? Wollen wir mal zusammen? Ich spiele nicht mit Frauen. Warum denn nicht? Hast du Angst? Wovor denn Angst? Ich spiele nicht mit Frauen. Wieso denn nicht? Seh ich dir doch an. Oh, verdammte Ruhe, oder ich geb dir einen Tritt in deinem dreckigen Kopf. Nee, was ist denn los mit dir? Thank you.
Waren Sie auch in der Stadt? Und fahren jetzt nach Hause? Ja. Ich fahre auch nach Hause. Ich fahre jeden Abend nach München. Aber es gefällt mir da nicht. Am nächsten Abend fahre ich trotzdem wieder hin. Das ist ja komisch. Finden Sie nicht auch? Müssen Sie jetzt aussteigen? Ich habe Sie doch was gefragt. Ich frage Sie doch ganz höflich. Ja, ich steige jetzt aus. Warum drehen Sie mir denn den Rücken zu? Ich spreche doch ganz höflich mit Ihnen. Haben Sie was auszusetzen? Nein, nein. Drehen Sie sich doch um. Lassen Sie mich gefälligst in Ruhe. Habe ich Sie aber erschreckt, was? Was Sie jetzt denken, das weiß ich. Wo kommt der denn her? Sie haben gar nicht gesehen, dass ich ausgestiegen bin, was? Weil ich auf der anderen Seite rausgegangen bin. Das konnten Sie auch gar nicht sehen. Nein, das habe ich nicht gesehen. Sind Sie hier zu Hause? Wohnen Sie hier irgendwo? Ja, mein Mann. Er muss jeden Moment kommen. Das ist ja gut. Dann warte ich mit Ihnen. Das brauchen Sie nicht. Vielen Dank, aber das ist wirklich nicht nötig. Oh, das macht mir doch nichts aus. Ich habe doch Zeit. Ich will Ihre Zeit nicht in Anspruch nehmen. Vielen Dank. Warum laufen Sie denn? Laufen Sie etwa von mir weg? Bleiben Sie doch stehen! Sie sollen doch stehen bleiben. Warum laufen Sie denn weg? Sie brauchen doch von mir nicht wegzulaufen. Seien Sie bitte, haben Sie zufälligerweise eine Frau gesehen? Ich bin etwas zu spät gekommen, um meine Frau von der Bahn abzuholen. Alles gut, danke. Wieder dasselbe. Die Frau ist erwürgt, aber der Mord ist nicht hier passiert. Der Täter hat die Frau hierher gebracht. Hingelegt, abgelegt. Fußspuren? Ja, kaum zu gebrauchen. Na komm, wir gehen, hier haben wir weiter nichts zu suchen. Dass der Anblick traurig ist, wissen wir. Schon der dritte Mord. Immer die gleichen Merkmale. Toten sind Frauen, junge, hübsche Frauen. Er wirkt aber nicht missbraucht. Blusen sind offen.
Und dann schleppt er sie zum Bahngleis runter. Ja, ja. Und warum macht er das? Ich meine, es ist immer an der Strecke der S1, immer in der Nähe der Bahnhöfe. Ja. Vermutlich sitzt der Täter im Zug und sucht sich da seine Opfer aus. Es kann sein, muss aber nicht sein. Läuft ihn hinterher, bringt sie um und schleppt sie zum Gleisen. Ich meine, das ist doch ohne Sinn und Verstand. Verlangst du es auch noch? Kriminalpolizei, wir würden gerne mit Ihnen sprechen. Das, was wir bei Ihrer Frau gefunden haben, die Tasche. Und neben der Toten haben wir dieses Taschentuch gefunden. Das gehört hier nicht. Sind Sie sicher? Ganz sicher. So spät nachts steigen ja wenig Leute aus dem Zug. Die meisten kenne ich sogar. Aber ich muss sagen, dass mir nichts Besonderes aufgefallen ist. Kennen Sie auch Frau Heller? Nicht den Namen nach, nur ich habe sie heute Morgen liegen gesehen. Herrgott, dachte ich mir. Wie ist das? Gestern Abend haben Sie sie nicht gesehen, was? Nein. Oder sagen wir so, sie ist mir nicht aufgefallen. Mir ist überhaupt nichts Besonderes aufgefallen. Der Mann der Toten ist da. Weil ich 3 Minuten zu spät gekommen bin. Nicht mehr als 3 Minuten, eher weniger. Es waren keine Leute mehr da. Da bin ich noch mal zurückgefahren. Ich dachte, ich habe sie übersehen. Aber ich habe sie nicht gefunden. Sie war auch nicht zu Hause. Da bin ich noch mal zum Bahnhof gefahren. Aber da war kein Mensch mehr. Weil es war ja der letzte Zug aus München. Nur ein Mann war da noch. Mann? Was für ein Mann? Er ist auf den Bahnhof zugegangen und ich habe ihn Moment, gefragt... Moment, warten Sie mal. Ich denke, da ging kein Zug mehr. Ja, richtig. Der ging auf den Bahnhof zu? Ja. War da noch eine Kneipe offen oder was? Nein, gewöhnlich hat die Bahnhofskneipe noch offen, aber die war auch schon zu. Was haben Sie den Mann gefragt? Ob er eine Frau gesehen hat. Aber er hat nicht geantwortet. Wieso nicht? Wieso hat er nicht geantwortet? Ja, ich glaube, der Mann war betrunken. Warum glauben Sie das? Er hat nichts gesagt. Er sah mich nur an, völlig abwesend. Es wäre gut, wenn Sie uns den Mann beschreiben könnten. Was meinen Sie? Wie glauben Sie denn... Es könnte durchaus sein, dass Sie mit dem Mörder Ihrer Frau gesprochen haben. Zu meiner Schwester nach Garmisch. Ich bleibe in München. Möchte mal wieder ins Kino. Scharfe Sachen abholen. Mir reicht, was ich zu Hause habe. Hey Hugo, ich hab dir doch ein Taschentuch geliehen. Was ist ein Taschentuch? Sag bloß, das hast du verloren. Tut mir leid. Ich hab's nicht. Was hast du denn gemacht gestern? Irgendwo die Jacke ausgezogen? Und die Hose auch? Du erzähl doch mal, Hugo. Du warst doch in München oder warst du nicht da? Ich habe doch gesagt, dass ich nach München fahre. Ja, und wir wollen wissen, was du da getrunken hast. So schnieke, wie du gestern ausgesehen hast. Und überhaupt, du hast den ganzen Tag noch nichts erzählt. Hat's dir nicht gefallen? Hast du dich fertig gemacht? Lass doch den Hugo endlich mal in Ruhe. Was denn immer auf den Arm nehmen? Das sieht doch. Das mich doch nicht. Können mich doch mal. Du, Hannelore? Tag, Vater. Ich wollte nur sagen, dass alle schon vorausgefahren sind. Hallo, Hugo! Was machst du denn, Hugo? Hast du nichts vor? Nein, ich habe nichts vor. Vielleicht fahre ich nach München. Wenn du nichts vorhast, kannst du mit uns kommen. Was meinst du mit euch? Mein Schwager hat Geburtstag. Das feiert er. Ich kann dich mitbringen. Kannst du mich mitbringen? Ja, wenn Sie wollen, gerne. Geburtstag? Ich hab doch gar kein Geschenk. Kann man denn da ohne Geschenk? Von mir kriegt er auch nichts. Ja, ist ja gut, du kennst doch Hugo. Natürlich. Geburtstag. Damit habe ich ja gar nicht gerechnet. Naja, warum nicht? Also gut, dann komm. So in etwa, meint Herr Heller. Stefan Schausgemann. Wissen Sie, es ist ja dunkel gewesen und so genau habe ich mir den Mann auch nicht angesehen. Es stand ja kein Grund. Ist die Zeichnung nun brauchbar oder nicht? Darum geht's. Ungefähr sieht das so aus, glaube ich.
Ja, durch den Hut war das Gesicht im Schatten. Ja, es ist gut, danke. Ja, ich komme. Das Alter so 30 Jahre, sagten Sie, nicht? Ja, höchstens 35. Und kräftig war er. Wissen Sie, das ist etwas, was man nicht zeichnen kann, das Gefühl von, ja, wie kräftig der Mann ist. Muskulös, meine ich. Er könnte es sein, dass er körperlich arbeitet. Möglich. Aber so sicher kann ich das auch wieder nicht sagen. Wenn Sie seinen Beruf verraten sollten, dann würden Sie also auf Handwerker tippen, Bauarbeiter oder sowas ähnliches. Vielleicht. Ganz normales Taschentuch. Nichts, was uns weiterbringt. Nur eins ist sicher, dass es den Mörder gehört. Herr Kriminalrat? Ja, können wir? Ja, ist alles vorbereitet. Kommen Sie. Das ist Maria Heller. Sie liegt neben den Schienen auf dem Rücken, quer zur Schienenrichtung, Todesursache erwürgen. Ich zeige Ihnen jetzt noch einmal die Fotos der anderen Mordopfer. Die Tatzeit liegt nur 3 bzw. 4 Wochen zurück. Das ist Ursula Hanke. Das ist Barbara Kirschek. Sie liegen alle in der gleichen Weise. Wie aufgebahrt. Ja, kann man sagen. Auch Frau Heller ist nicht missbraucht worden? Nein, auch Frau Heller nicht. Die Kleidung ist nicht zerrissen, die Bluse ist geöffnet. Das ist alles. Der Täter ist fast sanft mit ihnen umgegangen. Mein Eindruck ist, dass er seine Opfer auf den Armen den Bahndamm hinaufgetragen hat. Gibt's denn dafür eine Erklärung? Vermutungen, Spekulationen, sehr mit Vorsicht zu genießen. Das sind die Fundorte der Toten. Ein, Ottobrunn, Perlach. Kein System erkennbar, warum gerade an diesen Orten, warum an anderen nicht. Nur eines ist sicher, die Ermordeten kamen immer aus München und waren auf dem Weg nach Hause. Es war immer einer der letzten Züge, den die Frauen benutzten. Wie weit liegen die Fundorte von den Bahnhöfen weg? Ist ganz verschieden. 200 Meter, 400, 300. Ja, der Täter muss seinen Opfern nachgegangen sein. Ja, die Frage ist, ob er den Frauen jeweils vor den Bahnhöfen aufgelauert hat oder ob er schon mit ihnen im gleichen Zug war. Ich möchte eigentlich Letzteres annehmen. Gründe dafür? Das sind Vermutungen. Ich komme den Fall nicht aus ohne Vermutungen. Und die Einzeichnungen neben der Strecke und das da unten rechts? Das sind Objekte, die sich laufend verändern. Hier, das ist ein Zirkus, der gestern in Richtung Nürnberg abgezogen ist. Und das sind Baubaracken für Streckenarbeiter. Eine bei Perlach und eine in der Nähe von Hohenbrunn. Die letzten Züge und die Bahnhöfe werden überwacht? Verstärkt seit dem neuen Mord. Mach mal ein das Licht an. Sie haben alle Vollmachten, Derek. Ja, Sie müssen den Täter finden. Ich werde unter jeder Gleisschwelle nachsehen. Die Gründe stecken aber im Heuhaufen. Ich weiß ja, aber die Öffentlichkeit... Zerreißt uns, wenn wir nicht bald was vorweisen. Den Eindruck kann man fast haben bei dem, was heute über uns in den Zeitungen steht. Wir müssen aber auch nicht alles glauben, was in Zeitungen steht. Ich hab dir alles gebracht. Was denn? Du wolltest doch Kopien haben von allen Anzeigen über Belästigungen von Frauen. Richtig. Es sind nicht viele, aber sie sind noch nicht alle da. Kriege ich die anderen heute noch? Ich kann nur sagen, schickt sie her. Mhm. Es ist Samstag. Ich bin eigentlich gar nicht mehr da. Ja, es ist wirklich nicht viel. 3 Ausländer in Gauting und ein Mann, der eine Frau verfolgt im Wagen. Wo? Planet. Vergiss es. Ruf nachher mal Dr. Zimmermann an, ob er die Verabredung vergessen hat. Und dann die da. Verkäuferin im Schallplattenladen. Vergiss es. Guten Tag, Herr Derek. Guten Tag, Dr. Zimmermann. Danke, dass Sie gekommen sind. Ich habe ein paar Fotos vom letzten Mord da. Schauen Sie sich die einmal an. Vielleicht können Sie mir weiterhelfen. Bitte. Danke. Ist ja fast dasselbe Bild wie in den beiden anderen Fällen. Ja. Ist die... Die Bluse ist offen. Wieder aufgeknüpft? Aufgeknüpft. Ist kein Knopfloch ausgerissen. Ja. Was ist mit dem Mann los, Doktor? Ein Geisteskranker? Nein, das muss nicht sein. Aber zweifellos ein Mann, der ein gestörtes Verhältnis zu Frauen hat. Nicht ein Typ, der Gewalt anwendet, wie man sich das gewöhnlich vorstellt. Sonst Frauen gegenüber vielleicht ganz unauffällig, eher höflich zuvorkommend. Erlebnisse in der Jugend können schuld sein. Oder seine Mutterbindung ist gestört. Diese Fälle sind gar nicht selten. Er könnte seine Mutter sehr geliebt haben, aber sie hat dieses Gefühl nicht erwidert. Sowas kann umschlagen in einen Hass gegen die Mutter, gegen Frauen überhaupt. Und dann kommt es zum Übersprung, wie wir sagen, zu solchen Auslösungen. Tja, Sie werden nicht viel damit anfangen können. Die Tatsache, dass er die Toten immer auf den Bahndamm legt, könnte es darauf schließen lassen, dass er vielleicht dort zu Hause ist. Ich meine, könnte es ein Bahnbeamter sein?
Irgendein Angestellter, Streckenwärter oder sowas. Nein, nein, also das muss durchaus nicht sein. Wissen Sie, zu Eisenbahnschienen, zu Bahnkörpern haben die verschiedensten Menschen eine fast mystische Beziehung. Dass die Toten immer dort gefunden wurden, sagt gar nichts. Da macht mir keiner etwas vor. Was haben wir denn jetzt? Wir haben gewonnen. Gewonnen! Gratuliere! Bei solchen Spielen macht mir keiner was vor. Davon verstehe ich was. Kommst du wieder mit nächstes Mal? Ja, das machen wir. Dann spielen wir wieder zusammen. Ich habe heute das erste Mal gewonnen. Ja, das machen wir. Ich spiele sehr gern mit Ihnen. Wir können dich ja und Hannelore mit dem Wagen mitnehmen. Was mache ich denn mit dem Fahrrad? Und das kann ich doch nehmen. Kannst du überhaupt Fahrrad fahren? Ob ich Fahrrad fahren kann? Ich zeig dir es. Komm, gib her das Rad. Ich glaub's Ihnen ja. Fix muss man sein. Auge haben. Hast du es doch noch geschafft? Ich habe mich irrsinnig beeilt, wenigstens, dass ich dich abhole. Was mache ich denn mit dem Rad? Aber Hugo sagt doch, dass er es nimmt. Hugo, du nimmst doch das Rad. Hier unten. Ich fahre mal die Strecke an. Sage mal, das hat doch überhaupt keinen Sinn. Was willst du denn feststellen? Das weiß ich doch nicht. Will mal sehen, wie viele Leute um diese Zeit fahren, wie viele im Wagen sind. Ist doch ungefähr die Zeit. Ja. Na, vielleicht kommt mir eine großartige Idee. Ja, willst du, dass ich mitkomme? Nö. Du holst mich an der Endstation mit dem Auto ab. Da fährt ja kein Zug mehr zurück. Das ist vielleicht ein scheiß Wochenende. Harry, Endstation. Ich denke, wenn ich küsse, was ich fühle, wenn ich liebe, das ist Top Secret. Was ich verspreche, ob ich's halte, ob ich spreche und erkalte, das ist Top Secret.
Sie sind doch der Kriminalbeamte von heute Morgen. Ja. Wir haben doch miteinander gesprochen. Ja, ja. Gut, dass ich Sie treffe. Da drüben wohnt jemand. Sehen Sie die Häuser da? Da hat gestern Nacht einen Mann gesehen, der ist auf der falschen Seite am Zug ausgestiegen. Ich wollte Sie schon anrufen. Vielleicht ist es wichtig. Ja, ob das wichtig ist. Ja, so. Genau so, den Weg hat der Mann genommen. Ich dachte, nanu, warum macht der Mann das, wenn er keine Fahrkarte hat? Es gibt doch gar keine Sperre hier. Erst als ich von der Toten hörte, da habe ich das in einem ganz anderen Licht gesehen. Können Sie mir den Mann beschreiben? Beschreiben? Ja. Gerne, das will ich gerne tun. Aber sehen Sie sich das mal an. Was kann man denn erkennen? Und da hinten her, nicht mehr als ein Schatten. Gerade, dass man sieht, dass es ein Mann ist. Was hat er denn an? Mantel, Hut? Ja, Mann, auch ein Hut, ja. Er sah also, soweit ich das erkennen konnte, sah der ganz ordentlich aus. Wer ist denn da? Ich bin's, Mutter. Nun, wo kommst du denn her? Ich hab den letzten Zug nicht erwischt. Kann ich bei dir schlafen? Wieso geht das nicht? Mach doch auf! Ich kann jetzt nicht aufmachen. Mach auf! Ich hab doch gesagt, es geht nicht. Ich lass dich nicht rein. Geh irgendwo hin. Hast du kein Geld? Ich kann dir Geld geben. Ich hab Geld. Was willst du dann bei mir? Nimm dir doch ein Hotel. Warum mein Sohn? Warum bleibst du nicht hier? Weil es zu spät ist. Überhaupt, das Geld liegt auf dem Tisch. Dann aber ab, du Idiot. Was ist denn? Was wollen Sie von mir? Ich tue Ihnen doch nichts. Warum soll ich Ihnen etwas tun? Lassen Sie mich in Ruhe. Dann laufen Sie dann weg. Sie haben mit meiner Mutter geschlafen. Deswegen brauchen Sie doch nicht wegzulaufen. Wir gehen jetzt ein Bier trinken zusammen. Ich muss nach Hause, weil es schon spät ist. Und außerdem ist alles zu. Wo wir noch ein Bier kriegen, das weiß ich. Komm, wir trinken jetzt ein Bier zusammen. Ich habe nämlich meinen Zug nicht erwischt, wissen Sie. Sonst wäre ich gar nicht hier. Obwohl ich... Ich bin jeden Abend in München. Aber nicht so spät. Wissen Sie, ich muss den letzten Zug erwischen. Bei meiner Mutter, da kann ich ja nicht übernachten, weil... Naja, Sie wissen ja warum. Warum trinken Sie nicht? Ich zahle doch Ihr Bier. Das müssen Sie doch nicht stehen lassen. Nein, nein. Ich habe Sie doch eingeladen. Ich habe doch gesagt, dass ich Sie eingeladen habe. Ja, ja. Also, dann, Ihr Wohl. Ja. Naja, die Zigarette war der letzte. Das Telefon hat sich's angehört, als ob sie was zu sagen hätte. Werden wir sehen. Guten Tag, Van der Docke. Hier sind die Herren von der Kriminalpolizei in München. Das ist die Frau, die bei Schulz. Guten Tag. Kleinen Moment, bitte. Ja, bitte. Wenn Sie damit bitte zur Kasse gehen. Ja. Er hat mich angesprochen, den Zug. Zuerst habe ich mir nichts dabei gedacht, weil, naja, sowas passiert ja öfter. Die versuchen es eben. Irgendwie habe ich auch gar nichts dagegen.
Es gibt ja auch Leute, die einem gefallen. Und da täte es einem dann leid, wenn die einen nicht ansprechen würden. Ja, das verstehe ich. Aber bei dem war das komisch. Er hat sie also angesprochen. Was hat er gesagt? Ob ich nach Hause fahre? Ja, sagte ich, ich fahre nach Hause. Er wirkte ein bisschen einfältig. Er sagte, waren Sie auch in München? Ja, sagte ich, ich war auch in München. Da dachte ich, haben Sie dich auch schon gescheiter angequatscht als der? Hat er gesagt, dass er beruflich nach München fährt? Nein, er sagte, er ging in Kinos oder Spielsalons. Beruflich bestimmt nicht. Ja, was wollte denn nun wirklich von Ihnen? Eigentlich gar nichts. Er hat mich nur angestarrt und später dann vor dem Bahnhof war plötzlich irgendwie hinter mir und hat abgewartet, bis ich allein war. Und dann sagte er plötzlich, hallo, bleiben Sie doch mal stehen. Da sind Sie stehen geblieben? Nein, ich habe gesagt, Menschenskind, hauen Sie ab. So amüsant sind Sie auch wieder nicht, verschwinden Sie. Daraufhin sagte er, was ist denn los? Und war auf einmal völlig verändert. Und da bin ich losgerannt. Und der Kerl lief hinter mir her. Und mit einmal hatte ich das Gefühl, wenn der dich erwischt, dann bringt er dich um. Er lief ihn also hinterher und... Na, so schnell wie möglich. Mhm. Aber offensichtlich hat er sie nicht erwischt. Nein. Und wissen Sie, was mich gerettet hat? Ich bin im Sportverein. Ich laufe 100 Meter in 12,0, da ist er nicht mitgekommen. Respekt. 12,0. Hat er so etwa ausgesehen? Na, nicht ganz. Das Kinn war anders und auch der Mund. Ja, ich meine, Sie könnten uns helfen, das Bild zu verbessern. Seine Hände sind mir aufgefallen. Die waren ganz rissig und voll Schwielen. Der arbeitet bestimmt körperlich. Und noch was ist mir aufgefallen. Der Mann hatte alle Züge im Kopf. Was heißt das? Er hat mich gefragt, wann ich nach Hause fahre. Ob mit dem 22.50 Uhr Zug oder dem 23.10 Uhr oder dem 23 Uhr sowieso. Der wusste alle Abfahrtszeiten auswendig. Braucht man nicht hingehen, oder? Ganz zusammen. Tag. 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 Na, was trinkt ihr denn heute wieder schön? So müsst ihr auch mal verwöhnt werden. Bist du zu Fuß gekommen? Mach doch nichts, kann ja gleich das Fahrrad mitnehmen. Das hätte ich dir doch gebracht. Kannst du auch holen, wo ist es denn? Hugo! Wo hast du denn das Fahrrad, Hugo? Tag. Kannst du ruhig guten Tag sagen, Hugo. Hab schon gehört, dass du ein fabelhafter Kegler bist. Der hat gestern Abend alles gewonnen, was man nur gewinnen kann. Ja, wir haben alles zusammen gewonnen. Ja. Kannst du das Fahrrad mitnehmen, Hugo? Hoffentlich war es keine Belästigung für Sie. Nein, nein. Du warst doch zweimal. Wieso denn? Du warst zweimal. War keine Belästigung. Danke vielmals. Sie sind nicht verheiratet, hm? Nein. Aber über 21 sind Sie schon. 22. Warum fragen Sie? Ja, wir müssen annehmen, dass der Mann jeden Abend oder zumindest sehr oft von München aus die S1 benutzt. Wir würden gerne abends die Strecke mal abfahren. Die Frage ist, ob Sie uns begleiten würden. Ich verstehe. Sie glauben, der Mann ist vielleicht im Zug und ich könnte ihn wiedererkennen. Ja. Ja, das mache ich. Das mache ich gern. Das versteht sich doch von selbst. Ich würde ihn bestimmt wiedererkennen. Was fragen, Hugo? Fährst du wieder nach München heute Abend? Nein. Schade. Weil Hannelore fährt nach München und fährt erst um 11 Uhr abends zurück. Fährst du mit dem Zug? Ja, wieso? Ja, da war doch hier was. Ein Volkswagen. Ach, du meinst am Kegeln? Ja, das ist ein Freund von ihr. Der studiert in Erlangen. Der kommt zum Wochenende immer rüber. Nein, sie fährt mit der S-Bahn. Du fährst doch jeden Abend sonst. Weißt du, ich frag, weil da doch jetzt schon dreimal was passiert ist. Nein, nein. Fahre heute nicht nach München. Hey Hugo, was ist denn los? Müde? Sonst wirst du doch erst immer munter um diese Zeit. Wer weiß, was der am Sonntag getrieben hat. Was meinst du denn? Was kann er denn am Sonntag getrieben haben? Vielleicht war er in der Kirche. Hey Hugo, gehst du eigentlich in die Kirche? Aber das haut er noch nicht gleich so um.
Er sagt nichts. Hey Hugo, fällt dir nichts mehr ein? Die entsprechenden Bahnhöfe werden überwacht, bisher ohne Erfolg. Wir sind allen Anzeigen nachgegangen. In drei Fällen ist es zweifelsfrei, dass es sich um unseren Mann handelt. Die Phantomzeichnung stimmt jetzt in etwa. Wir müssen uns die Gestalt gedrungen vorstellen. Seine Sprechweise wird von allen Zeuginnen als schleppend bezeichnet. Das Bild ist bei allen Polizeistellen und Zeitungen. Übrigens hat er Schwielen an den Händen, also jemand, der körperlich arbeitet. Und wie kriegt man Schwielen? Ja, durch Geräte, nicht? Mit denen arbeitet, Hacken, Schaufeln, Äxte, Sägen und so. Nichts, um Hurra zu schreiben? Nein, aber ich bin nicht unzufrieden. Immerhin zwei der Frauen würden den Mann wiedererkennen. Sie sind ganz sicher. Ja, aber dazu müssten wir Ihnen einen Mann zeigen können. Wir haben doch nichts in der Hand darin. Die eine Zeugin sagt, dass er in Spielsalons verkehrt. Ja, wie gibt's denn da Spielsalons? Müssen wir in ganz München suchen. Da weiß man, wie viel es gibt. Ja, das wird gerade festgestellt. Muss natürlich jemand Tag und Nacht da sein. Ja, so viele Leute haben wir ja gar nicht. Aber wenn die Zeichnung stimmt, irgendwie ist es doch was. Im Grunde haben wir gar nichts. Also, Schröder und ich ziehen jetzt los, wir klappen die Spielsalons ab. Ja. Das Mädchen habe ich angerufen. Kommt hierher. Sie sollte an für sich schon hier sein. Derek, wenn Fräulein Docke kommt, schicken Sie sie bitte gleich rauf zu mir. Ja? Danke. Pass auf, der kann's. Wollen wir mal sehen. Gut. Gut, das geht ja gut. Ich kann wirklich. Der ist ja ganz sprachlos. Hey, aufwachen, weiter. Ich hab keine Lust. Was hat denn der? Du hast ja fast im Freien gestanden. Aber davon ist bis jetzt noch keiner weggelaufen. Was ist denn das für ein Spiel? Das kenne ich ja gar nicht. Na, dann versuchen Sie mal. Aber glauben Sie nicht, dass es so einfach ist. Ich lerne das nämlich nicht. Man muss gute Reaktionen haben. Haben Sie die? Wollen wir mal sehen. Hörst du mal? Also, auf los geht's los, oder wie war das? Los! Was haben Sie denn da für ein Bild? Kennen Sie den Mann? Da war gerade jemand hier. Hat hier gespielt. Der so aussah? Ja, so. Ungefähr so. Was sagen Sie, wann war der hier? Gerade eben. Komm doch mal her. Das ist doch der Mann, der gerade mit dir gespielt hat. Wo ist denn der Mann hin? Ja, da raus. Kommen Sie, Sie bitte auch. Harry ist am Apparat. Ja. Stell dir vor, Steffen, wir hätten ihn beinahe gehabt. Ja. Jetzt haben wir 15 Läden abgeklappert und im 16. haben wir zwei junge Leute nach der Zeichnung erkannt. Aber da ist er gerade raus. Nee, wir haben ihn nicht mehr gefunden. Na, wichtig ist, dass wir wissen, dass der Mann jetzt in München ist und heute Abend irgendwann mit der S-Bahn nach Hause fährt. Wir treffen uns am Bahnhof. Zurückbleiben.
Der ist weg. Der ist sowieso zu früh. Unser Mann nimmt immer den letzten und den vorletzten. Na komm. Gar nicht erkannt. Ich höre nur gerade, dass jemand hinter mir herläuft. Warum sind Sie denn gelaufen? Na, Sie sind gut. Jetzt bin ich aber froh, dass Sie da sind. Hugo! Wo kommst du denn her? Ich dachte, du fährst nicht nach München. Bist du denn doch gefahren? Bin ich froh, dass du da bist. Du hast doch gesagt, sie fährt gegen 11 von München weg. Ach, Sie waren im gleichen Zug. Wo waren Sie denn? Ich habe es ja gar nicht gesehen. Stell dir vor, da höre ich plötzlich, wie jemand hinter mir herrennt. Die Angst, die ich hatte. Und dann war es Hugo. Ja, er rief immer, laufen Sie doch nicht. Das kann ich mir vorstellen, dass du einen Schrecken gekriegt hast. Ja, habe ich. Darauf trinken wir aber noch einen. Komm, Hugo. Was ist denn hier los? Eingeladen. Bier und Schnaps können wir ja trinken. Da kommen wir doch mitten in den Fest heute Abend. Wo ist Hugo? Wir sind aber ein Pfad, was? Kann man da mittanzen? Aber nicht mit mir. Du tanzt mit Hugo. Nein, ich kann nicht. Haben Sie noch nie getanzt? Das gibt es doch gar nicht. Kommen Sie, ich bring's Ihnen bei. Wenn dir einer das beibringen kann, dann handeln wir. Sie müssen mich festhalten. Ich spüre ihren Griff ja gar nicht. Wer so gut kegeln kann, der kann auch tanzen. Haben Sie es wirklich noch nie probiert? Na, es geht doch schon. Hören Sie auf die Musik. Ich merke schon, Sie haben mich geschwindelt. Es geht wirklich schon. Sie können es ja, Sie machen es sehr gut. Jetzt halten Sie mich aber zu fest. Hugo, du kriegst die anderen Hugo ja ganz außer Atem. Das kann man wohl sagen. Ein Schnaps, Hugo. Da trinke ich es, ja. Mensch, bist du eine Marke, Hugo. Hab ich ja gar nicht gewusst, was mit dir los ist. Bei der Arbeit, da sagt er keinen Ton. Das ist so stumpf wie ein Fisch. Was bin ich? Ich bin doch kein Fisch. Kann ein Fisch tanzen? Komm, mach einmal. Da hast du einen Löwen geweckt. Na gut, kann ich sagen, dass es nicht gekonnt hat. Hey, Hugo. So betrunken habe ich den noch nie gesehen. Was hast du denn erlebt, Hugo? Er wird sich wieder mit irgendeiner Nutte rumgetrieben haben. Schreit doch die Freundin! Da verschreien! Hey, Hugo, was ist los? Du bist doch verrückt. Hey, hilf mir, du Heide! Halt!
hat er umgebracht. Er ist ja total verrückt geworden. Sag den beiden Bescheid, die werden in einer Stunde abgehört. Wenigstens kein neuer Mord. Sonst was für uns? Gar nichts. Was studierst du denn da? Diese Baracken. Wir sind doch mal an einer Arbeiterkolonne vorbeigefahren. Wo war das noch? Hast du eine Ahnung? Das war da auf dem Wege zu dieser. Hier war das. Ja. Fleißarbeiter? Warum nicht? Dr. Zimmermann muss ja nicht unbedingt recht haben. Da war auch neulich nachts eine Kolonne am Bahnhof in Aing. Sieh mal, der Mann weiß alle Abfahrtszeiten auswendig. Die Leichen, die legt er immer an den Gleisen ab. Der muss doch was mit der Bahn zu tun haben. Ich fress einen Besen, wenn der nicht was mit der Bahn zu tun hat. Morgen, Derek. Morgen, Herr Harder. Guten Morgen, Herr Harder. Was passiert? Nein, Gott sei Dank nicht. Aber der Mann wurde in einem Spielsalon erkannt. Ja, der wird seit heute früh überwacht. Ihre Fahrt gestern Abend? Nichts. Guten Tag. Wo arbeitet denn die Baukolonne, die hier wohnt? Da wohnt dann niemand mehr hier. Aha. Moment mal. Es könnte ja sein, dass Sie den Mann hier kennen. Nie gesehen. Auch nicht. Gut, danke. Ja. Hast du wieder was vor heute, Hugo? Ist heute wieder klasse aus, Hugo. Willst du nicht ein bisschen Königswasser? Du kommst raus. Kreuzolo. Ich komme mir schon vor, als gehöre ich zur Kriminalpolizei. Wo ist denn der Oberinspektor? Ja, der hat plötzlich eine Schwäche für Bahnarbeiter bekommen. Der sucht zusammen mit unseren Leuten die Strecke nach Bautrupps ab. Verlaufen? Ja, wahrscheinlich. Ich bin von der Kriminalpolizei. Also, was spielen denn? Terz. Was wollen Sie denn? Kennt jemand den Mann hier auf der Zeichnung? Wer soll denn das sein? Königlich. Kennt denn jemand von euch? Wird er gesucht? Was ist denn mit dem? Na, mach schon. Irgendwie kommt er mir bekannt vor. Aber ich weiß nicht, wo er hin tun soll. Lassen Sie sich Zeit. Tut mir leid, fällt mir nicht ein. Wer ist denn das? So soll der Mann aussehen, der die drei Frauen umgebracht hat. So soll er aussehen? Der Bahnmörder? Haben Sie denn schon eine Spur? Warum fragen Sie denn da uns? Kommen Sie extra hierher? Ja, ja, extra. Die Mühe haben Sie sich wohl umsonst gemacht. Sieht so aus. Den kennt also niemand. Nee. In Ordnung. Jedenfalls besten Dank. Wir hätten Ihnen ja gern geholfen. Stecken Sie mein Taschentuch da rein? Ja, warum? Darum. Die Frau auf dem Foto ist Ursula Hanke, das erste Mordopfer. Wie kommen Sie an dieses Foto? Haben Sie die Haustür nicht gefunden? Ich wollte nur fragen, ob Sie nicht mit mir nach München fahren wollen. Nach München? Wir könnten doch da ausgehen. Es gibt etwas trinken, tanzen. Das könnten wir doch. Jetzt? Na, heute geht das nicht, weil ich bin eingeladen. Ich will mich gerade umziehen. Gehen Sie da eben nicht hin. Aber Sie frieren ja. Kommen Sie zur Haustür, ich mache ihn auf. Was ist denn los? Weißt du, wo Hugo ist? Wo
Huber? Die Polizei sucht ihn nämlich, die Kriminalpolizei. Und weißt du warum? Jetzt halt dich mal fest. Er ist der Frauenmörder. Hat die Frauen umgebracht. Der Bahnhörer. Na, was sagst du? Puh, mit sowas gehst du okay. Wo ist der Mann jetzt? Die Kriminalpolizei, Hannelore. Sie suchen Hugo Haase. Er soll dieser Frauenmörder sein. Er steht bei mir am Fenster, ob ich mit nach München fahre. Ja, ist gut, Stefan. Großeinsatz, Schwerpunkt S1. Wir fahren ja nach München. Ich fahre Sie hin, wo Sie wollen. Bitte, tun Sie mir nichts. So einfach kann ich es euch auch nicht machen. Nee, Geburtsdatum haben wir nicht. Hugo Haase. Was? Das soll ich auch noch buchstabieren. Er soll notfalls auch unter den abgelegten Akten nachsehen. Schaut notfalls auch unter den abgelegten Akten nach. Es eilt. Haltet die Leitung für den Rückruf frei. Also bis jetzt nichts. Völlige Fehlanzeige. Dann ist er nicht mit der Bahn gefahren, aber nach München fährt er. Ja. Ja, ihr seid aber Flux heute. Ja, das kann ich mir merken. Gut, danke euch. War bis vor einem Jahr in München gemeldet, bei seiner Mutter. So, jetzt aber ganz mit der Ruhe. Wir brauchen zwei Streifen. Ausgang sichern.
Musik.